Ayo, was geht ab? Heute mal ein kleines Vorstellungsvideo, und zwar geht es hier um ein, ja, ich sag mal, Wickler Toolset. Erstmal hier den Typhoon GT2 ein bisschen weiter eindampfen. Muss ja auch mal sein. Mal schauen, wann er anfängt zu siffen. Gut, also wie gesagt, hier haben wir mal ein kleines Wickeltoolset, was ich im Offline-Shop hier gekauft habe. Hat 14,95 gekostet. Und das kommt so in so eine kleinen schicken schwarzen Täschchen. Mit Reißverschluss. Kann man hier mal öffnen. Und was haben wir hier drin? Tada! Genau, also einmal eine kleine Seitenschneidzange, wie auch immer sich die nennt. Um die kleinen Drähtchen durchzuschneiden. Schnipp, 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 schnipp. Sehr klein. Ja, sehr klein. Gut, handig, ne? Dann haben wir hier eine Spitzzange. Das Stück sieht so aus. Wobei hier zu erwähnen ist, diese Spitzzange hat ja auch zwei Schneideeinkerbungen drin, die allerdings nicht funktionieren. Also ich wollte damit letztens mal ein kleines Drahtstück durchschneiden, aber wollte nicht machen. Deswegen liegt auch diese hier bei. Aber ich denke mal, damit kommt man eh besser ran. Bis jetzt funktioniert die top. Man kann nicht meckern. Dann, was ich ganz geil finde, ist hier eine kleine Schere, um Watte durchzuschnibbeln. Weil man kennt das ja, wenn man eine ganz normale Schere nimmt und dann die Watte durchschnibbeln will, dann haut das nicht so hin. Beziehungsweise die Schere zerquetscht die Watte dann einfach nur, aber schneidet sie nicht durch. Und mit dieser kleinen geilen Schere funktioniert das 1A. Da kann man echt top die Watte mit durchschneiden, also kann man echt nicht meckern. Ja, dann machen wir mal weiter mit dem Schraubenzieher hier. Der hat nämlich auch eine kleine Besonderheit. Da haben wir das gute Stück. Dort liegen nämlich so kleine Bits dabei. Hier haben wir so einen kleinen Kreuzschraubenzieher. Dann kann man hier hinten Deckel abschrauben. Und dann kommen hier noch drei weitere kleine Bits raus. Der scheint hier auch aus Aluminium zu sein. Was haben wir denn hier Schönes? Einmal einen Schlitz. Wie gesagt, hier liegt schon ein Kreuz. Dann haben wir hier einen Schlitz. Dann haben wir hier noch einen kleineren Schlitz. Könnte ruhig noch eine Nummer kleiner sein, finde ich. Und hier einmal einen größeren Kreuz. Kann man ja mal einmal versuchen zu vergleichen. Die beiden Größen. Dann machen wir das Ganze gleich doch hier auch nochmal. So. Da kann man das mal sehen. Genau, und die liegen dann hier mit dabei. Die kann man ganz gemütlich einmal kurz mal schauen, welcher hier von der kleinere ist. Der hier. So. Kann man dann hier reinpacken, wieder zuschrauben oben. Den stecke ich dann hier rein, weil sonst passt das da nicht so. Der einzige Nachteil daran ist allerdings, dass wenn man gerade so am Schrauben ist, kommt man meist hier oben gegen und man dreht und dreht, und manchmal habe ich so irgendwie das Problem, dass ich das dann hier irgendwie löse und dann hängt das hier so locker rum. Das ist leider ja, nicht so schön. Dann machen wir mal weiter mit dem vorletzten Teil. Das ist das gute Stück hier. Eine kleine Pinzette mit so einem Plastikschutz vorne dran. Und dann schaut euch das an. Schön spitz. Also damit kann man doch sehr gut die Wicklung bzw. die Watte sehr genau und fein positionieren. Finde ich eine super Sache. Und zum letzten Stück. Das ist auch eine Pinzette. Und zwar auch sehr spitz. Nur halt nicht gebogen, sondern wie man sieht gerade.
Zum Vergleich mit dieser hier. Ne? Einfach spitz gehalten und die gebogen. Obwohl die ein bisschen bessere Spannung hier hat als die hier, die schon ziemlich, ja, ziemlich, kaum Spannung drauf. So richtig low im Gegensatz zu die hier, die kann man so richtig schön zusammendrücken. Ja, das war's auch schon von dem kleinen Wickeltool Z blabi blum blum. Ja, so sieht das Ganze aus. Und dann haben wir das soweit abgearbeitet hier, würde ich mal sagen. Also ich habe hier meine Sachen dann immer so drin. Hier mit dem Schutzkram drin. Dann kommt die Zange hier rein. Die andere tue ich wieder da drüber. So, das gute Stück stecke ich dann so rein. Die tue ich hier, auch wenn es nicht viel bringt, aber zur Sicherheit wieder in die Tüte. Dann habe ich hier noch meine alte Pinzette. So, mit ordentlich Druck. Sieht man auch schon, wie schwarz. Einige Wicklungen mit durchgeschmort. Die habe ich auch mal bei mir hier drin. Weil die schön stabil ist. Dann hier Fast-Tech-Schraubenzieher. Auch sehr nützlich. Kommt auch bei mir hier mit rein. Tue ich hier rein. Und dann hier nochmal ein Schraubenzieherkreuz. Den habe ich mal vom Modellbau gehabt. Auch sehr schön klein. Und schön handlich. Und das kommt hier auch mit rein. Ne? So, so sieht das Ganze dann aus. Das ist so mein derzeitiges Wickelwerkzeug. Außer ein Wickelblock müsste ich mir noch besorgen. Gut, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann nicht. Wisst ihr Bescheid. Ja, da würde ich mal sagen, haut da rein. Viel Spaß beim Dampfen. Und bis zum nächsten Video, ne? Ciao.